Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 mit der Mark auf Tod frischen Kadern und herzlich willkommen. Wir machen heute weiter nach den Weihnachtsfeiertagen. Heute wieder eine frische Folge aus der Produktionswerkstatt hier. Hallo und herzlich willkommen. Ja, ich hoffe, ihr habt die Feiertage gut überstanden. Ich auf jeden Fall. Ein bisschen müde bin ich heute Morgen, aber naja, morgen, wir haben schon wieder 11.35 Uhr. Ich bin ein bisschen, ich will nicht sagen platt, ein bisschen müde, aber naja. Obwohl ich gut geschlafen habe heute, aber irgendwie weiß ich noch nicht. Ist noch nicht so meine Zeit. Wir müssen uns mal eben was angucken. Fällt mir jetzt gerade ins Kopf. Ich habe alle Klamotten wieder gestartet, alles läuft wieder. Ich habe über die Weihnachtsfeiertage LS gar nicht gespielt. Ich habe nur noch die Sachen getestet, die ich testen wollte. Ich habe in der Zeit, wie gesagt, hauptsächlich Omsi gespielt. Ich habe wirklich ein paar Runden Omsi gemacht. Heute kam ja auch, oder heute für mich kommt die Folge noch, für euch kam ja heute schon eine Omsi-Folge wieder. Nach langer, langer Zeit. Ein bisschen Musik dabei, ein bisschen im Schnee, ein bisschen auf Hamburg unterwegs heute. Fand ich ganz gut. Hab ich gedacht, komm, habe ich Bock drauf. Mache ich mal eine kleine Omsi-Folge, die ist auch noch irgendwie eine halbe Stunde lang oder so. Um mal wieder ein bisschen Omsi zu fahren. Mal schauen. Ich gucke mir jetzt mal die an, wie die Folge ankommt. Ich warte ja noch sehnsüchtig auf ein paar Spiele. Auf The Bus warte ich, da könnten Videos von kommen. Auf das neue Halicon DLC mit den Mercedes-Bussen warte ich ganz stark. Was warte noch? Ich warte auf The Bus, ich warte auf das Halicon DLC. Und das war noch irgendwie eine dritte Sache auf Steam, worauf ich mich freue, wo Videos kommen könnten. Dazu könnten noch, beziehungsweise nicht könnten, sondern dazu müsste noch, sagt schnell. Und dazu warte ich bei Uplay noch auf die Veröffentlichung von Die Siedler. Da kommt ja auch ein neuer Teil raus, da warte ich auch noch drauf, also da freue ich mich auch schon mega drauf. Das sind auf jeden Fall noch so Projekte und so voll Videos, wo ich auf jeden Fall sage, oh ne, das müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. Da habe ich auf jeden Fall noch Bock drauf. Wann wir das machen, kann ich euch noch gar nicht sagen. Ich hoffe hier dass wir vielleicht diesmal noch ein bisschen was kriegen, dass ich jetzt zwischen den Feiertage, also zwischen der Jahre jetzt hier, wo wir jetzt ja gerade uns befinden, noch ein bisschen was machen. Also im Sinne von ein bisschen paar Spiele noch rauskommen, das Omsi DLC hätte ich ganz gerne, weil sonst kann ich das nämlich dann ganz entspannt nämlich aufnehmen. So, wir setzen mal ganz kurz an eben, weil laut Spiel ist das nämlich fertig. Deswegen will ich da jetzt mal gucken, ob ich ansetzen kann, oder ob das einfach nur ein Anzeigefehler vom LS ist. So, wir müssen mal eben kurz gucken, was unser LKW hier die ganze Zeit hier eigentlich tun. Der fährt, das ist gut. Was ist denn hinten mit dem LKW? Da ist gar keiner, das ist natürlich auch wieder ganz gut. Der lädt gar nicht ab, das ist natürlich noch viel geiler. Und einen Moment bitte. Weil laut LS ist nämlich der Dings fertig. Ich habe nämlich extra mal nachgeguckt. Ich habe auch testweise auf meinem Testspielstand die Karotten neu angesät über das F11-Menü. Das kann ich ja machen, ganz entspannt. Da soll es nämlich fertig sein. Deswegen wundert es mich selber gerade so ein bisschen. So, ich setze jetzt einfach mal ganz kurz hier nochmal ein. Mal schauen, wenn ich jetzt mitfahre, ob das dann weggeht. Weil sonst könnten wir nämlich da auch schon mal den Fahrer ans Rennen bringen. Weil da müsste wahrscheinlich dann als Abfahrer der Fender drunter. Hat er gerade Abladestelle erreicht, angesagt, aber auch nur kurz. Jetzt klappt das doch superle. Ich will erst kurz eben in den LKW, der oben am Erdhaufen steht. Mein Gott, im Himmel. Start. Abfahrt lassen. Start. Weil dann kann der nämlich in der Zeit schon mal wieder eine Runde drehen. Weil laut LS ist das fertig, deswegen setze ich jetzt einfach mal den Ernte an und wir heizen da jetzt einmal, oder wir testen mal kurz, ob das lädt. Dann können wir in der Zeit schon mal einen CP-Kurs erstellen, den CP, CP, CP,
Den CP-Kurs speichern. Und da müssen wir mal gucken, wie wir weiter verfahren, wie wir weitermachen. So, der fährt auch wieder. Der steht auch ganz gut. Weil, wenn jetzt nämlich hier die Karotten fertig sind. Ja, sind fertig. Ja, sind fertig. Würde ich einfach mal sagen, wir generieren jetzt einfach einen Feldkurs dafür. Feld 15. Vorgewendebar, da muss er schon fast 4 Bahnen auf jeden Fall fahren, denke ich. Dass er jetzt nicht in der Quere kommt. Überlappungen 5,4 Meter. Zurück speichern, Feld 15, Feld 15, was nennen wir? Karotten 5,4 Meter speichern, Abfahrer einschalten. Mal schauen, wie schnell. Wie schnell das da jetzt vonstatten geht. Kommt der LKW angefahren. Da ist der unterwegs. Da der. Da. Weil wir werden nämlich dann jetzt erstmal einen Kurs erstellen. Beziehungsweise nicht einen Kurs erstellen, sondern obwohl könnte man eigentlich doch wohl schon machen. Man könnte es zumindest mal testen, ob es funktioniert. Haben wir denn nicht noch hier hinten Feld 14, den Kurs? Testweise? Müsste man mal gucken. Irgendwo gibt es hier hinten doch ein Kursende von der hier in der. Genau. Zu den ganzen Endkursen. Hier hinten gibt es auch eigentlich so einen Kurs, wo wir auch den Drescherkurs drauf fahren lassen, eigentlich. Wo ist er denn reingekommen? F14 über. Könnte der Kurs sein? Ne, der ist jetzt schon mal nicht. Ja, der Kurs ist es. Laden am. Ne. Das, und dann Feld 15, den Terrados. So, Start bei, Abfahren bei, weiß ich nicht, müssen wir nachher mal gucken. Start bei, Abfahrer einschalten. Und theopraktisch wartet er jetzt, bis der voll ist. Kann sein, dass er jetzt gleich bei dem ersten ein bisschen. Ja, der steht wieder. Der steht auch jedes Mal ein bisschen schiefer hier drin, oder kommt man halt nur so vor? Söhle, das rennt auch. Rüben will ich jetzt aktuell noch nicht machen. Wir machen jetzt erstmal die Karotten fertig. Wir haben ja noch so viel weiteres. Eigentlich ist dann fast alles reif, oder? Habe ich jetzt Escape gedrückt oder Aufnahme? Mit Hängen. Ah, ne, Escape, gut. Weil dann ist ja fast alles erntereif, wenn wir das im Endeffekt uns so dann mal überlegen. Weil dann könnten wir schon fast anfangen. Gedüngt. Ist uninteressant. Gegrubbert. Die sind auch fertig. Das ist fertig. Das ist fertig. Die sind noch im Wachstum. Alles andere ist fertig. Das auch noch im Wachstum. Geld kommt auch immer rein. Hier läuft der Hase natürlich auch. Lexion muss entladen werden. Wir müssen mal ganz kurz gucken.
Wie es mit unseren Füllständen so aussieht. Was kriegen wir denn aktuell für Silage? 1,3. Das läuft auch noch. Da ist auch noch genug Platz. Sonst Tiere sind ja soweit versorgt. Da haben wir uns ja letztes Mal schon gut drum gekümmert. So, ja, da wird noch ein bisschen Gras fehlen. Milch ist auch nicht da. Mistgülle haben wir auch noch satt und genug. Den Brückenbau, der läuft. Zementfabrik, da könnten wir natürlich jetzt mal ganz kurz mal im Zementwerk, da könnten wir mal einen Blick reinwerfen. Ah, ist noch nicht. Paletten, Papierpaletten. Hier läuft es natürlich auch schon weiter. Das ist auch ganz gut. Söhle. Hier wird auch fleißig abgeerntet. Das gefällt mir auch. Schön. So, mal ganz kurz gucken hier. Was haben wir denn an Technik noch da? Grasmähen könnte man machen. Da ist nur die Frage, was wir machen, wie viel wir machen im Endeffekt. Können wir mal ganz kurz mal einen Blick drauf werfen. Wenn wir jetzt hier mal kurz noch ein paar Minuten Zeit haben. So. Also Gras haben wir noch 1 Million Liter. Heu fehlt uns auf jeden Fall. Ja, und Stroh. Hilft uns auf jeden Fall. Also müssen wir auf jeden Fall eine Fläche Heu, da kommen wir wahrscheinlich nicht drum herum. Alter, ist das Ding schwer. Der hängt ja richtig hinten in der. Frage, wo legen wir denn unsere Frontgewichte jetzt am schönsten immer hin? Wo die nicht stören. Weil auch der John Deere hat hier schon über 100 Stunden, das ist auch schon mal. Weil das ist ja auch immer schon ein bisschen. Ah, der Terrados muss entladen werden. Dann bin ich mal gespannt, ob der das jetzt hinkriegt. Weil dann mache ich nämlich jetzt den John Deere schon mal ready. Mache ich nämlich jetzt den John Deere ready. Setze den da hinten schon mal an. Wir starten den zwar jetzt noch nicht, weil ich heute nur die einzigste Folge aufnehmen werde. Und dann morgen wieder frisch. Und ich weiß auf jeden Fall heute, dass ich heute wahrscheinlich nicht viel mehr zocken werde. Zumindest nicht, was LS angeht. Deswegen lohnt sich das für mich gerade nicht. Bin jetzt eigentlich nur gespannt. Ah, der Vario fährt zumindest schon mal los. Wenn er jetzt da drunter fährt, wäre das ja schon optimal. Wahrscheinlich eine Füllung und der Vario ist eh voll. Denke ich mal. So. Repariert sind sie, gewaschen ist alles. Gut aussehen tut's mit unserem John Deere. Das ist eigentlich ein richtig geiles Gespann. John Deere Mähwerke, John Deere Schlepper, das muss eigentlich immer zusammen. Das sieht halt einfach richtig gut aus. Der Klaas ist da hinten auch so gut wie fertig. Hat er noch zwei Bahnen? Ja, gut, brauchen auch noch 10 Minuten. Weil dann geht es nämlich hier weiter: Stroh einsammeln fürs Lager. Da werden wir dann den, weiß nicht, den blauen, denke ich mal, losschicken. Müssen wir im Endeffekt mal gucken. Ich will den da erstmal noch selber machen lassen, den Fendt. Von daher warte ich jetzt, wie gesagt, erstmal ab mit dem Fendt. Da gucken wir gleich auf jeden Fall nochmal hin. Beziehungsweise, wenn wir den LKW voll haben, werden wir auf jeden Fall mal reinschauen, wie da der Stand der Stände ist. Ich glaube, na? Ich mach nix, ich bleib einfach mal drin sitzen.
Das tut's nicht, habe ich mir schon wohl gedacht. Das habe ich mir wohl schon gedacht, dass das so nichts wird, weil der halt nicht. Ja gut, das könnte halt bei den. Ja gut, bei den Runden wird es halt ein bisschen schwierig. Aber wenn er schon mal davor fährt, ist das ja schon mal. Ich würde sagen, die halbe Miete. Jetzt hoffe ich einfach, dass der auch Karotten laden kann, der Kipper. Was habe ich? Ah, er kann laden. Zack, zack, zack. Das sieht nicht schön aus, aber selten. So, habt ihr das Screenshot gesehen? So, wir machen, warten jetzt mal ganz kurz, bis der voll ist. Ob der da zu 100% dran abladen kann. Ah, die Textur geht ja auch. Die Textur geht ja auch. Wahrscheinlich macht er den Kipperrand voll. Ne, doch nicht. Oh, das passt ja perfekt. Das passt ja wie Arsch auf einmal. Das gefällt mir richtig gut. 96% kloppt er da rein. So, bevor wir den wieder anstellen, abfahren bei circa 94%. Gut, ich darf mich aber bei euch erstmal ganz herzlich wieder fürs Zuschauen bedanken. Schaut auf jeden Fall nochmal in die Folge um sie heute rein, die heute kommt. Sonst auf jeden Fall, ich habe ein bisschen in Analytics geschaut, habe ich ganz vergessen zu erzählen, ich habe ein bisschen in Analytics geschaut. Man merkt wieder, dass Weihnachten ist, dass die Aufrufzahlen wieder unheimlich steigen, Abonnentenzahlen steigen aktuell eh. Das heißt, lasst ein Däumchen da, abonniert uns, wenn uns unsere Content gefällt. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder weitere Folge Nordfriesischer Marsch. Bis dann, danke, tschüss.